Well, this country's in the pits, and I really should admit that I feel it's time to do something about it. Our democracy is splintered, sold out to the highest bidder, and I only see a single way around it. Oh. Hallo zusammen, liebe Zuschauer. Willkommen bei einem spannenden Fototutorial hier in Videoform. Und gerade eben hat man es ja schon gesehen, hat man es erkannt. Wir haben fotografiert im Studio und haben uns drei Themen gewidmet. Einmal natürlich einem Porträt-Setup. Dann haben wir ein besonderes Ausrüstungstool dabei. Das ist in diesem Falle eine Windmaschine. Und dann haben wir eben noch Motiv bzw. das Fotografieren an sich, was ich besprechen möchte. Kommen wir zum ersten Punkt, dem Setup. Was haben wir gemacht? Wir haben zwei Blitze genommen, zwei 400 Watt Blitze von Valimax und haben die in einer Achse mit dem Model positioniert. Das heißt, wenn man von hinten auf oder durch den Fotografen durchguckt, dann kommt Fotograf, Lichtquelle, Modell und nochmal Lichtquelle. Denn was kommt raus hinten? Natürlich ein weiß belichteter Hintergrund, dann das Modell davor und eine einheitliche bzw. komplett getrennt vom Hintergrund verlaufende Ausleuchtung des Motivs. Unser Modell bekommt also nur das Licht von vorne ab, der Hintergrund wird auch durch das Modell oder hinter dem Modell angestrahlt und ist komplett unabhängig vom Modell belichtet. Wenn wir uns mal zwei Fotos angucken, einmal nur das Hintergrundlicht und einmal nur das Frontlicht, dann erkennen wir, dass ohne das Frontlicht die Silhouette komplett schwarz ist. Und ohne das Licht hinter dem Modell ist eben der Hintergrund grau und nicht weiß. Wir haben keine überbrennenden Ränder. Das ist ganz wichtig, dass wir diese Abtrennung haben, dass wir einfach nur einen weißen Hintergrund haben. Wir haben fotografiert mit einer Blende von 5,6 mit mehreren Objektiven von Brennweite 135 bis ungefähr 50 mm. Da war auch ein 85er mal dabei. Und wie man wahrscheinlich schon in den ersten Teilen gesehen hat, das Fotoshooting, haben wir einige Sachen verändert. Angefangen haben wir nur mit diesem Licht und dann kam irgendwann dazu der Reflektor. Der Reflektor, der sorgte für die Aufhellung von unten. Da wir nämlich diese obere Lichtquelle so weit nach oben positioniert haben, mussten wir irgendwie die Schatten ein bisschen wegnehmen. Und wir haben die natürlich groß gelassen durch den hohen Winkel, aber wir haben sie einfach ein bisschen heller gemacht. Im Endeffekt haben wir also mit zwei Blitzen und einem Reflektor ein Dreipunkt-Lichtsetup gemacht, alles auf einer Achse, das heißt Kameraachse, Kameramodell, ist genau identisch mit der Lichtachse, das heißt Lichtquelle-Modell. Dadurch bekommen wir sowieso schon wenig Schatten und da der Hintergrund ausgeleuchtet wird durch diesen separaten Blitz, ist sowieso kein Schatten im Hintergrund, da der ja weiß wird. Das war unser Foto-Setup. Wir haben verwendet hier zwei Dishes. Das heißt, diese Beauty Dishes, diese, ja, in Deutsch hat man früher gesagt Weichstrahler, cooler Name, kann man sich merken, kann man tierisch mit angeben, weil die meisten Leute kennen Weichstrahler gar nicht mehr, aber so war der Name. Diese Weichstrahler, diese Beauty Dishes haben ein relativ diffus verlaufendes Licht, haben aber trotzdem noch eine hohe Knackigkeit. Selbst mit der Aufhellung von unten, mit dem Reflektor von unten, haben wir noch Schattenwürfe bzw. Kontraste. Das merkt man genau da an den Wangenknochen in Bildern oder überhaupt an den kleinen Texturen, an den kleinen Highlights auf den Schlüsselbeinen oder auf zum Beispiel der Nase, dem Nasenrücken. Diese große Dish von vorne haben wir gewählt, weil eben wir wollten dieses knackige Licht, aber trotzdem wieder so wenig Licht wie möglich, so wenig Schatten wie möglich haben und so einheitliches, so gleichfließendes Licht wie möglich. Im Hintergrund hingegen haben wir eine kleine Dish genommen, ganz einfach, weil diese Dish natürlich versteckt sein musste und unser Model ist wirklich nicht so, dass man viel verstecken könnte hinter ihr, deswegen haben wir da die kleine Dish genommen, um einfach ein streuendes, möglichst gleiches, möglichst einheitliches Licht im Hintergrund zu bekommen und eben dieses Licht so klein und so komprimiert, die Lichtquelle so klein und so komprimiert wie möglich zu halten. Also vorne groß, aber trotzdem knackig und das ist ja auch so ein Kernthema der Dish, haben wir auch im Blog schon mal extra besprochen in dem Beitrag. Aber hinten eben auch eine Dish, weil die sehr gut streut, aber gleichzeitig eben klein ist und dadurch auch gut versteckt werden kann, genau hinter dem Modell. Sie steht ja nachher dann vor der Lichtquelle. So viel zum Thema Lichtsetup, damit hätten wir das besprochen und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal auf dieses besondere Ausrüstungsteil, was ich hier dabei hatte. Die Windmaschine, die man hier auf einem ganz besonderen Stativ sieht, der Wind-Turbo-Windtunnel von Valimax.
Da mag jetzt der eine oder andere Fotograf sagen, hey, reicht da nicht irgendwie ein Ordner oder ein Heft oder eine Zeitschrift oder ein kleiner Reflektor, um zu wedeln oder gar ein Föhn? Ja, da kann man nicht wirklich widersprechen. Eigentlich reicht alles, was eben einen Windstoß produziert, einen Luftstoß produziert. Aber man muss auch immer daran denken, wie das dann beim Kunden bzw. beim Modell rüberkommt. Erstens, oftmals muss man länger arbeiten, entspannt arbeiten und unter gleichbleibenden Bedingungen arbeiten. Diese Windstöße, die sind manchmal schöner, aber eben zufallsabhängig. Das heißt, wenn ich einen Reflektor nehme und Wind zufächer, dann ist es immer ein Stoß, der dann kommt und der ist jedes Mal anders und damit habe ich keine Reproduzierbarkeit. Und das ist ein großer Knackpunkt bei der Fotografie, dass man eigentlich ja Sachen immer besser machen möchte. Und da muss man eine Konstante haben in der ganzen Sache, um darauf aufzubauen, um diese Konstante zu variieren und damit besser zu werden. Der Wind- oder Turbo-Windtunnel, die Windmaschine, die hat eben diese stufenlose Regelung, macht man an und dann kann man langsam die Geschwindigkeit hochfahren und dieser Windstoß, dieses Wehen, das bleibt immer gleich. Das ist der Vorteil an dieser Maschine. Dazu eben noch, dass es nicht aussieht, als ob man gerade aus dem kleinsten Hinterkämmerchen irgendwas herausgeholt hatte, um irgendwie zu fächern. Und mit Föhn kann man zwar auch manchmal agieren, aber das ist teilweise tierisch laut und kommt wirklich nicht so toll an oftmals. Diese Windmaschine, die ist deswegen so zu empfehlen, weil man einfach versteckte Dynamik mit ins Bild bekommen kann. Wenn ihr euch die Fotos am Ende anguckt, dann schaut mal genau auf diese Härchen, auf die Position der Härchen. Wir haben hier natürlich einmal fotografiert mit diesem Winterlook, mit dieser Fellmütze oder dieser Fellkapuze und einmal dann eben nur das klassische Porträt mit einem trägerlosen BH. Egal, auf beiden Bildern sind ja Haare und diese Haare, die haben eine bestimmte Position und die sprechen dann sozusagen für diese Dynamik. Selbst wenn man alles knackscharf einfriert durch den Blitz und wenn die Haare wirklich nicht sich bewegen oder verschmieren, die Position der Haare, wie sie fallen oder wie sie fliegen, das verrät eben, dass Dynamik, dass Spannung im Bild ist. Und das ist so ein kleines Element, was man mit dieser Windmaschine einbaut. Zwei kurze Tipps von mir. Nummer eins, bitte nicht too much. Ihr habt gesehen, an der Windmaschine sind wir nicht wirklich überhaupt in den oberen Regelungsbereich gekommen. Das ist, wenn man mit Tüchern oder mit irgendwelchen großen Kleidern oder sonst was spielen möchte, dann sind die hohen Leistungsstufen dafür da. Aber eigentlich im Porträtbereich reicht es aus, wenn die Haare so ein bisschen sich heben. Und wie ihr auch vielleicht beim Fotografieren miterlebt habt, hier im Fotoshooting, im Live-Teil, haben wir immer wieder aufgehört und die Haare zurückgenommen, weil wenn der Wind zu viel wird, dann fallen die Haare nach hinten auf die Schulter und dann ist dieser Effekt weg. Das heißt, der größte Effekt, den man hat bei so offenen Haaren, ist, wenn die Haare vorne sind und nur leicht gehoben werden durch den Wind, aber nicht nach hinten geblasen werden. Der nächste Tipp ist, lasst den Wind halb schräg von unten kommen, sodass das Modell schon relativ frontal in den Wind hineinguckt bzw. hineinpost. Dann werden nämlich die Haare wirklich nach hinten gleichmäßig gedrückt und nicht irgendwie über das Gesicht oder über die Front und passt vor allem auf diese Haare vor dem Hals auf. Diese Haare, die symbolisieren dann nachher so ein bisschen, als ob man hier geköpft werden würde und schneiden das eigentlich das Porträt vom Körper, vom Rumpf ab und machen das dadurch natürlich auch wieder etwas unperfekter. Also, Windmaschine, ach, noch ein dritter Tipp, Windmaschine auch in den Pausen, wenn man nicht fotografiert, wegdrehen vom Modell. Es ist natürlich kälter, wenn man nicht gerade 30 Grad mitten im Sommer hat und man muss natürlich das Model nicht mehr quälen, als es sowieso schon sein muss. Und die Windmaschine, die ist zwar nicht unangenehm, aber auf die Dauer, halbe Stunde oder Stunde fotografieren, ist einfach der Wind relativ kalt und kühl und deswegen immer schön schnell wegdrehen. Da kann man unten die Schrauben hier an diesem Gewinde aufmachen und dann einfach das Ganze kurz zur Seite drehen. Und da wären wir auch schon bei der letzten Thematik, das Fotografieren. Beim Fotografieren mit der Windmaschine darf man einen Fehler nicht tun, und zwar leise nuscheln, denn die Windmaschine, die ist nicht laut, aber es ist ein konstantes Blasen, es ist ein konstantes Bewegen des Motors in der Windmaschine und beim Modell kommt natürlich der Wind auch an und macht das Hören und das Verstehen etwas schwieriger. Das heißt, man muss eine besonders klare Aussage haben, man muss besonders klar sprechen und auch vielleicht etwas die Stimme anheben. Ihr habt auch gemerkt, dass wir relativ nah gearbeitet haben, dass wir also nicht viel Platz verschwendet haben, um trotz der Windmaschine noch sehr nah mit dem Modell zu arbeiten. Solche Kleinigkeiten wie Windmaschine wegdrehen, mit dem Modell sprechen, etwas deutlich, etwas lauter sprechen, das sind Sachen, die das Ganze natürlich dann auch perfektionieren und auf ein anderes Level bringen, als wenn man einfach nur so ein bisschen in die Kamera muschelt. Das sollte man nicht tun.
Vor allem auch noch ein Punkt beim Fotografieren, schämt euch nicht, Auslösungen zu machen. Wir haben hier bei der Blende 5.56 die Blitze auf fast kleinste Leistung gehabt und konnten daher auch sehr zügig fotografieren. Und man muss einfach Fotos machen, wenn man so viel Zufall im Bild hat. Wind ist chaotisch, also physikalisch Chaos, und physikalisches Chaos ist eben schwer zu beherrschen. Das heißt, wie die Haare jetzt genau fliegen, kann ich, obwohl ich eine konstante Windmaschine habe mit konstantem Output, nicht 100% beherrschen. Daher muss ich dafür sorgen, dass ich dem Zufall möglichst viel Raum gebe, und das gebe ich eben über möglichst viele Auslösungen. Das heißt, dadurch, dass ich viel, viel, viel mehr Auslösungen mache, habe ich auch eine viel höhere Chance, dass die Haare genau perfekt sind. Und ich kann gar nicht mehr genau so hingucken und in dem Moment auslösen, wo es alles perfekt aussieht, weil wenn ich realisiert habe im Kopf, ey, jetzt muss ich auslösen, fliegen die Haare schon wieder ein kleines bisschen anders. Also, das wäre eigentlich auch so der perfekte Moment, wo ich bevorzugen würde, sogar Serienbilder oder dergleichen zu machen. Das ist aber dann ein bisschen zu übertrieben im Studio. Daher heißt es einfach, grundsätzlich ein bisschen mehr fotografieren und lieber nachher deutlich lieber auf den Löschen-Taste, auf die Delete-Taste drücken, als einmal zu wenig auf den Auslöser. Ihr ärgert euch im Nachhinein. Ja, ich denke, man hat gesehen, wie man mit einfachen Mitteln, einer relativ günstigen und vor allem grundgünstigen Studioblitzausrüstung und einem netten Accessoire wie dieser Windmaschine tolle Fotos machen kann. Liegt natürlich nicht nur an mir oder der Ausrüstung, sondern auch an unserem Modell, der Aki. Und damit sage ich Tschüss, bedanke mich nochmal bei Aki, nicht bei euch fürs Zuhören, sondern bei Aki fürs Leiden vor meiner Kamera, und sage Tschüss und viel Spaß beim Fotografieren. In a matter of a minute, my card would hit its limit, so we need to find some funding from our friends. We'll need to form an axis if the motherland attacks us, so we better start an army to defend. Oh. We'd be careful on the spending, we'd have banks to do the lending, we'd stay away from selfishness and greed. But I think our little nation's gonna need some light taxation if we wanna pay for everything we need. Like schools and banks and shopping malls, fighter jets and border walls, city bus and subway stops, doctors, cops and donut shops, water, gas and sewer lines, superhighway traffic signs, museums, parks, aquariums.